Die Menschheit wächst und wächst. Die 7-Milliarden-Marke ist gerade geknackt. Nur Deutschland schrumpft und schrumpft, und das seit Jahrzehnten. Das kinderärmste Land Europas. Anders die Franzosen, führend in Sachen Liebe, im Kinderkriegen europaweit Spitze. Eines der fruchtbarsten Länder Europas. Nur wie ist das möglich? Ein Grund: unser Nachbar entlastet Familien steuerlich. Ein Vorbild für Deutschland? Ja, findet die Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen. Ein Verein, der 5 große familienpolitische Verbände vertritt. Sven Iversen, eine Art Kinderlobbyist, vermisst in Deutschland eine familienfreundliche Kultur. In der allgemeinen Kultur für Familie sind andere Staaten viel weiter als wir. Wenn wir uns die nordischen Staaten angucken, wenn wir uns Frankreich angucken, da hat Familie einen ganz anderen Wert, wird ganz anders unterstützt, sowohl von der Politik, aber auch von anderen Akteuren. Da gibt es ganz andere Möglichkeiten für eine Vereinbarkeit von der Familie und der Wirtschaft, von den beruflichen Perspektiven und den familiären Perspektiven, die man hat. Das heißt also, die Unternehmen sind ganz anders eingebunden, die engagieren sich auch viel mehr. Und das würden wir uns für Deutschland auch erhoffen. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, darin sind die skandinavischen Länder besonders gut. Und vielleicht deshalb kommen dort so viele Kinder auf die Welt. An besserer Kinderbetreuung wird auch in Deutschland gebastelt. Das ist aber gar nicht so einfach. Erzieher verzweifelt gesucht. Es fehlt an Personal. An Ideen mangelt es hierzulande aber nicht. Einige fordern ein Ende des Ehegattensplittings oder Schluss mit der Präsenzpflicht am Arbeitsplatz. Andere finden, dass Eltern nicht nur steuerlich gefördert werden sollten, bei der Jobsuche etwa. Eine Idee von Demografen: wer Kinder hat, sollte bevorzugt eingestellt werden.